Nominal hui, real pfui. Was haben steigende Renditen im Kontext mit höheren Inflationsraten aktuell zu bieten? Und wie sehen insbesondere die Effekte für die strategische Finanzplanung aus? Wir blicken zunächst auf den aktuellen Üpos-Inflationscheck. Sie sehen hier die Renditen verschiedener Vermögensklassen. Kontoguthaben sehr erfreulich. Die Verwahrentgelte sind überwiegend abgeschafft. Von daher die nominelle Null steht. Staatsanleihen Deutschland 0,91%. Wir sehen insgesamt Renditen, die gestiegen sind. Ich werde das gleich im Zeitablauf auch nochmal darstellen. Aber interessant natürlich die Inflationsrate 7,9% für Deutschland. Und man erwartet ja, dass wir zweistellige Werte sehen im Verlauf des Herbst. Wenn wir dann nochmal im Detail schauen und uns die Entwicklung betrachten, dann sehen wir wirklich eine sehr signifikante Bewegung bei den Renditen der verschiedenen Vermögensklassen. Und das dargestellt für die Hochzinsanleihen, also Anleihen ohne Bonitätsrating bzw. ohne Investment-Grade-Rating, korrekt formuliert hier die Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Und da sehen wir schon, wenn Sie den grauen Balken nehmen, das waren die Renditen von vor einem Jahr und da sind beispielsweise die Unternehmensanleihen von 0,27% auf aktuell 3% angestiegen, waren aber auch vor einem Monat schon mal nur bei 2%. Also Sie sehen hier entsprechend eine ordentliche Volatilität, zum einen geprägt durch die Veränderung des Zinsniveaus, des sogenannten sicheren Zinses, was Sie über die Zinsstrukturkurven der Staatsanleihen ablesen können, aber auch natürlich die sogenannten Kreditrisikoprämien, also die Risikoaufschläge, die sind entsprechenden Bewegungen hier unterworfen. Also positiv gesprochen, kein Verwahrentgelt mehr, gleichzeitig steigende Renditen. Wir sehen wieder langsam, dass Risiken auch vergütet werden. Die Frage ist, werden sie adäquat vergütet oder reicht es noch nicht? Da scheiden sich die Geister. Aber im Wesentlichen kann man feststellen, auf der nominellen Seite ist das erstmal sehr positiv und die nominelle Betrachtung ist natürlich für viele Anleger durchaus erstmal wichtig. Warum? Weil Kapitalanlagen im Betriebsvermögen werden meistens auf nomineller Weise berücksichtigt. Versicherungen, Pensionskassen geben in vielen Fällen erstmal nominelle Verpflichtungen gegenüber ihren Versicherten und sonstigen Kunden ab. Also die Differenzierung nominal versus real, Sie sehen schon, die ist sehr wichtig. Und wenn wir nochmal das Ganze betrachten und fragen uns, na gut, wer profitiert denn eigentlich davon, dass sowohl Zinsen als auch Inflation gestiegen sind, dann sehen Sie hier mal die Renditen von 10-jährigen Staatsanleihen der Eurozone. Wir sehen Deutschland 1,5%, wir sehen Italien 3,7%. Klar, Deutschland ist AAA, Italien ist dreifach B. Da sind natürlich unterschiedliche entsprechende auch Ratings. Insgesamt Italien verhält sich aktuell sehr stark wie Unternehmensanleihen mit dem vergleichbaren Rating. Aber die politische Komponente kommt on top. Sie wissen, die Spekulationen, die schießen natürlich hier auch ins Kraut. Also wenn wir diese Renditen im Hinterkopf behalten, dann müssen wir im nächsten Schritt nochmal auf die Inflationsrate im Zeitablauf schauen und hier mal die Verbraucherpreise dargestellt, wie sie das Statistische Bundesamt berechnet und dann nochmal HVPI, das bedeutet die harmonisierten Verbraucherpreise für europäische Vergleichszwecke und da sehen Sie eben einen Wert von rund 8,8%. Und wir haben eben sehr schön gesehen, dass vielleicht die Zinsen um 2 bis 3% gestiegen sind, aber wenn gleichzeitig die Inflation von 3 auf 8% oder auf 9% steigt, dann ist der Inflationsanstieg deutlich größer als das, was wir im nominellen Zinsgewinn haben. Das heißt, für den Schuldner natürlich recht angenehm, weil der muss sich zwar nominell zu höheren Zinsen verschulden, aber die Inflationsraten aktuell, wenn die Inflationsraten längere Zeit auf einem höheren Niveau bleiben, die wirken natürlich positiv. Das heißt, für die Schuldentragfähigkeit und für die Diskussion, wie werden Verbraucher oder Haushalte belastet, wie werden Unternehmen belastet, wie wird vielleicht der Staat als Schuldner entlastet und welches Budget steht dem Staat dann wiederum zur Verfügung, um Haushalte und Unternehmen zu entlasten. Das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt im aktuellen Umfeld, wenn es darum geht zu überlegen, na gut, wie stark sind Unternehmen in der Lage, ihre Schulden zurückzuführen, was heißt das für die Schuldentragfähigkeit von Staaten, was heißt das für die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Also diese Differenzierung nominal versus real, die ist wirklich extrem wichtig und das bedeutet natürlich auch übertragen auf die Vermögensentwicklung. Wenn wir davon ausgehen, dass die Inflationsraten zwar ein Plateau finden, aber dann für längere Zeit auf einem erhöhten Niveau bleiben, dann habe ich so einen Aspekt der Inflation, der nicht nur auf eine kurzfristige Sicht vielleicht mal die Schlagzeilen dominiert, sondern beispielsweise 4% Inflation über einen längeren Zeitraum haben natürlich verschiedenste Auswirkungen auf ihre Steuerbelastung, auf ihre nominellen Erträge, auf die Kaufkraft. Steigende Zinsen haben Auswirkungen auf die Multiplikatoren von Immobilien, von Private Equity und natürlich auch von börsennotierten Aktien. Ich habe Ihnen das hier mal dargestellt,
ist ein ganz banaler Musterfall, aber schauen Sie einfach mal auf diese Netto-Betrachtung, also quasi nominell, diese hellgrüne Linie. Und hellgrün, da ist die Welt in Ordnung, da sehen Sie im Endeffekt das Vermögen, was wir haben, das wächst über die nächsten 10 Jahre nominell in Euro ganz vernünftig. Aber wichtig ist hier dann noch die grüne Linie, die dunkelgrüne Linie, real. Also wenn wir 4% Inflation abziehen, und da sehen Sie über den Zeitablauf, welche Lücke sich hier entsprechend aufbaut. Und das, glauben wir, ist der große strategische Schwenk im Vergleich zu den letzten 10 bis 15 Jahren. Wir hatten ja so diese sogenannte große Moderation, also sprich, das Wirtschaftswachstum war in Ordnung, die Inflationsraten kamen deutlich zurück, die Notenbanken haben stimuliert, haben teilweise überstimuliert, und nun sehen wir, dass das Ganze sich ändert. Die Wirtschaftsleistung wird auch höheren Volatilitäten unterworfen sein und Inflation spielt auf einmal eine deutlich stärkere Rolle. Und Inflation auf ein Jahr, das ist kein Thema, aber wenn wir wirklich diesen Inflationssockel über Jahre haben, dann sehen Sie hier die Unterschiede real, und von daher muss aktuell natürlich nicht nur die Einnahmen-Ausgabenrechnung etwas überprüft werden, vor allem in der langfristigen Perspektive, sondern auch die Auswirkungen auf die Vermögensseite, die sind zu betrachten, weil Hand aufs Herz, 500.000 Euro heute werden weniger Kaufkraft haben als 500.000 Euro in 10 Jahren. Und da waren wir seit der globalen Finanzkrise sehr, sehr stark verwöhnt, weil Inflation keine Rolle gespielt hat und weil die Notenbanken sehr expansiv agieren konnten, ohne dass wir die Nebenwirkungen an der Konsumentenpreisinflation gesehen haben. Das Bild hat sich komplett geändert, und von daher muss natürlich auch jetzt sämtliche Themen müssen konsolidiert betrachtet werden. Das können Sie durchaus verstehen als Werbung für das Thema der Finanzplanung. Es geht nicht darum, kaufe ich jetzt Gold, kaufe ich Bitcoins, kaufe ich jetzt ein paar Aktien, sondern die gesamte Betrachtung muss hier wirklich einbezogen werden. In diesem Sinne, es gibt mal immer viel zu tun, losgelöst von jeglichen Schlagzeilen. Ich glaube, der wesentliche Aspekt, den haben wir hier gemeinsam gesehen. Sie müssen real denken und nicht nominell. Und das heißt vor allem auch, dieser Widerspruch zwischen nomineller Stabilität und realer Kaufkraft, der wird, glaube ich, für eine ganze Generation von Anlegern und neue Fragestellungen aufwerfen, die sie die letzten 20 Jahre gar nicht berücksichtigen mussten. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie vor allem gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.